So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mountain Blade mit Feuer und Schwert. Es geht weiter. Blazecraft wird belagert, nicht gut. In Novgorod können wir ja auch Bestellungen aufgeben. 55.000 habe ich noch. Erstmal schauen, ob wir vielleicht hier was finden. Es gibt ja hier auch Pferdemeister, vielleicht mal ein schönes Pferd bestellen. Das kostet 90.000. Handgemachtes Breitschwert vielleicht nochmal. Hätte ich eh vergessen, dass ich das hier bestellt habe. Ich wollte erstmal wieder das Geld größtenteilig ausgeben. So, Pleskov wird belagert durch die Schweden, vermute ich mal. Ja, sieht so aus. Bisschen Dürrfleisch. Viele Pferde hier in meiner Armee. Nehmen Inventarplatz weg. Oh, hier haben wir ein Zweierschwert meisterhaft. 119.000. Hier Geld angelegt. Glaub nicht. Ich muss ganz kurz. Oh, Mist, Mist, Mist. Das Schwert brauche ich. Das ist tatsächlich das beste Schwert, was ich bis jetzt gesehen habe. Das muss ich bekommen. Ich glaube, so ein gutes Schwert haben wir noch nicht gesehen. Das ist teuer. Das ist teuer. Dass der das nicht gleich weiterhandelt und irgendwie jetzt in Riga verscherbelt. Ich brauche dieses Schwert. Ich brauche dieses Schwert ganz, ganz dringend. Für meine Sammlung. Vielleicht sammle ich die allerwertvollsten Schwerter einfach nur und pack die so in mein Inventar, dass ich die gar nicht erst verlieren kann. So, das war Pleskau war das. Zurück nach Pleskau. Weh, du hast es verkauft. Weh, du hast es verkauft. Was ist noch? Wenn man das hier mal sieht, dass das hier ist schon ein ziemlich gutes Schwert, Zweihandschwert veredelt, aber ich glaube, so ein gutes Schwert hat nicht mal Fatimat haben wir eins gegeben und diese Königin hat das beste Schwert, was ich bis jetzt gesehen hatte. Hier. Ach, die hat auch einen Zweihandschwert meisterhaft gehabt. Gut, dann haben wir das gleich immer auf Reserve. Dann holen wir uns das nämlich jetzt auch gleich mal. So. Das kann die auch gleich haben, dann spare ich Inventarslots. Das verkaufen wir dann. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sonst noch irgendwas Gutes hier? Nö. Aber das ist natürlich wirklich ein interessantes Objekt. Ein sehr interessantes Objekt. So. Ah, sehr schön. Unser Helm ist auch fertig geworden. Bestellt gleich mal einen neuen. Und beim Waffenmeister bestellen wir hier irgendwas. Vielleicht. Den Bogen kann ich nicht nutzen. Also eine handgemachte Pistole. Ich würde gerne mal allgemein alle Waffen ein bisschen ausprobieren. Natürlich jetzt Spaß wieder pleite. Jetzt noch ein paar Granaten hier kaufe, dann war's das. Ich werde eh bald wieder auf Intelligenz gehen. Wenn wir Intelligenz gehen, können wir auch Inventarverwaltung wieder mal erhöhen, weil ich brauche mehr Slots. Das waren, glaube ich, pro Inventarverwaltung 10 Slots mehr, oder? Ne, nur 6. Da brauchen wir deutlich mehr. So, aber das können wir jetzt aufsetzen. ...57, okay, der hat schon einen besseren Helm. So, Fatima. Ja, der ist besser. Stärke 9, das haben die meisten. Die meisten meiner Begleiter haben das nicht. Ah,
besser. Das ist doch schon mal eine gute Sache. So, den schmeißen wir einfach in die Natur. Weg damit. Und dann hole ich mir gleich mal ein bisschen neues Geld. Ein bisschen Vorräte. Jetzt können wir uns eigentlich auch die teureren Lebensmittel kaufen. Das spielt mittlerweile ja keine Rolle mehr, das Geld. Waffen. Ja. So, wir heben jetzt alles wieder bis auf die 2 Millionen ab. Hat sehr spendabel, was das Shoppen angeht. So. Nochmal wieder in anderen Städten was anlegen. Weil, okay, wir haben in Nava haben wir glaube ich noch nichts angelegt, aber es wird gerade belagert. Wir haben nur 14 Truppen. Das ist unsere Chance. Sogar ein Zweier anstatt. Los, Angriff. Aber so Pikeniere halten auch tatsächlich 3 Hits aus, wenn man da nicht mehr Ansturmbonus vom Pferd hat. Das ist ordentlich. Sehr schön, Männer. Mittlerweile 185 Mann hier in der Garnison. Da macht eine Verteidigung auch Spaß. So, und hier haben wir auch eine Kaufmannsgilde. Hier habe ich aber auch schon was eingelagert, aber nur 27.000. Da legen wir mal ein bisschen mehr zurück. Ich würde sagen so... Ja, 100.000 können wir hier auch... Oder 200.000... Ja. 150.000. Reva ist noch in feindlichen Händen. So, hier unser Erzfeind. Der hat sehr viele Musketiere. Kürassiersperrträger. Okay, ich würde sagen, den können wir sogar angreifen. Fehlen zwar gerade aktuell ein paar Truppen. Und danach können wir wieder bei dem Söldnerlager vorbeischauen und dort mal wieder anheuern. Okay, gehe ich hier mal in die Lagerstellung. Den werde ich niemals hier dazu bekommen. Ich habe keine Zeit für Wortgefechte mit Eurosgleichen. Ja. Aber auch hoffenweise Pikeniere, die mir helfen werden. Ich sammle die mal hier drin. Viele Schützen habe ich jetzt wirklich nicht. Kann einer von euch bitte mal sterben? Ich brauche ein paar Kugeln. Wir haben
sich was getraut, was ich glaube ich nicht gewinnen kann. Muss man mal schauen. Ah, perfekt, da ist der erste tot. Okay. Wir geraten in Gefangenschaft. Ich krieg die Krise. Jetzt geraten wir tatsächlich schon wieder in Gefangenschaft. Und wir haben die Stulpenstiefel. Wir haben wieder mal alles verloren. Also aktuell haben wir wirklich so ein Pech. Wie können wir da in Gefangenschaft geraten? Oje, mene, oje, mene, oje, mene. Oje, mene. Oh je, wir haben sogar die schönen Stiefel verloren. Sogar aus unserem Inventar werden wir anscheinend Sachen entnommen. Selbst hier haben wir unsere, haben wir die tollen Schwerter verloren. Was ist das? Was ist das? Okay, ich muss mir die Botschaften durchlesen, damit ich alles wieder neu schaffen kann. Ach, das ist doch echt ärgerlich aktuell. Das ist überaus ärgerlich. Also, wir haben Taler verloren, das ist mir egal. Wir haben verloren die Stulpenstiefel, wir haben ein paar Vorräte verloren, wir haben Yelisei, Fedot und Viktor und Fatima verloren. Wir haben vier Helden verloren, oh mein Gott. Doppelläufig niederländische Pistole, ein Zweihandschwert, gotisches Breitschwert und die schöne Rüstung wieder mal. Also alles in einem Wert von um die 200.000 Gold. Oje, mini, oje, mini. Oje, mini, oje, mini. Wir müssen mal nach Wilna. Jetzt brauchen wir einen Reisenden. Ja, die Say, perfekt. Victor haben wir auch hier. Fatima haben wir auch hier. Und Fedot auch. Wir haben alle vier wieder direkt gefunden. Das ist natürlich ein Zufall gewesen. Das ist wirklich ein Zufall. Immerhin etwas. Aber trotzdem sind wir natürlich wieder mal komplett nackt. Das passiert mir nicht nochmal. Ich gerade schon wieder in Gefangenschaft. Ich muss kapitulieren. Ich kann nichts anderes machen. Kriegskunst. Jetzt haben wir sogar Bücher verloren. Krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Wenigstens haben wir die Helden noch. Aber wir wurden wirklich komplett ausgenommen hier. Ich glaube, wenn ich eine Waffensammlung anfertigen will, dann muss ich die Waffen wirklich in den Inventaren der Truppmitglieder halten. Aber wir haben trotzdem irgendwen verloren, ne? Irgendwer fehlt hier gerade trotzdem. Yelisei fehlt. Oh je, Mine. Oh, so viele Truppen, so viele feindliche Truppen. Wilna. Vielleicht finden wir den direkt wieder hier. Ja. In der Regel findet man die dann immer in den nächstgelegenen Schenken. Ach, was ist das denn aktuell? Wir haben echt Probleme. Wir haben echt Probleme. Okay. Ich bin
Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen das Geld arbeiten lassen, weil wir haben jetzt so viele wertvolle Gegenstände verloren, dass es wirklich schon wehtut. Wir haben sogar noch das Breitschwert verloren, was ich noch gefunden hatte. Also in naher Zukunft werde ich die wertvollsten Gegenstände wirklich bei meinen Gefährten belassen. So, wir reisen erstmal nach Tver. Und ich werde jetzt hier tatsächlich mal noch ein paar Garnisonseinheiten auflösen. Wir haben so viel Müll hier drin, der weg muss. Weg. 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 Die kommen ja sowieso alle wieder. Die lösen wir jetzt erstmal alle auf. Damit, weg, damit, weg, damit. Auch wenn ich die lange angespart hatte. Weg. So. Ich muss das Geld ja wieder reinbekommen. Oh je, mine. So, euch löse ich auch auf. Hier kommt weg. Hier kommt weg. Hier kommt weg. Die behalte ich mal. So, die nehme ich jetzt alle mal mit. Alter, das tut wirklich weh. So viel Geld, wie wir jetzt verloren haben. Gut, dass wir auch überall unsere Einlagen liegen haben. Dünaburg haben wir mittlerweile 316.000. Narva 150.000. Tver 2 Millionen. Bei Burg 119.000. Rewald 279.000. Unser Finanzimperium lebt. Das darf ich, dass wir da ein bisschen arbeiten. Was haben wir alles verloren? Nah war auch noch belagert. Die Stiefel muss ich erstmal wieder bekommen. So, Panzerhandschuhe habe ich ja schon. Ja. Müssen wir uns hiermit erstmal aushelfen. Über den Karabiner. So, diese meisterhafte Muskete, die bekommt ihr jetzt auf alle Fälle. Das Problem ist, wir können diese Waffen doch gar nicht bei den meisten hier wirklich lagern, weil die wenigsten die Waffen überhaupt aufsammeln können. Ne? Die kann das haben. So. So schon mal aufgeräumt ein bisschen. Ja, ich brauchte schnell noch ein Schwert. Ein Zweischwert. Obwohl, ja, davon war ich jetzt wirklich weniger begeistert. Hier vielleicht. Gut, nehmen wir wenigstens das mit. Ganz normaler Säbel würde mir auch schon ausreichen. Okay, dann warten wir jetzt auf die Belagerung von Narva und werden uns dem anschließen. Ja, das ist eine ernst gemeinte Belagerung. Dann warten wir eine Weile. Oh, wir sind mit im Krieg mit den Kosaken.
Schweden kämpfen gegen die Moskauer. Was ist denn aus? Nicht gut. So, und dem schenken wir die Freiheit. Auch besiegt, sehr gut. Aber wird nicht länger belagert. Und die haben sogar meinen Kundschaftern geholfen. Das, wir werden noch richtige Freunde mit den Moskauern, obwohl ich am längsten, die längste Zeit mit denen Krieg geführt habe. Okay, auf nach Twer. Das sind die Truppen, die wir auch in unserer Garnison bekommen, die ganz unten sind. Deswegen hatte ich auch so einen Wert darauf gelegt, dass wir das eben sehen, welche wir hier bekommen können. So, auflösen. So, was haben wir denn noch? Husaren bleiben drin, Ehrengardisten bleiben drin. Die Scharfschützen sollten nämlich mal damit. Die meinen es wirklich ernst. Die haben immer noch Truppen. Die verlagern nah war. Gut, ich werde mich dem Angriff auf alle Fälle anschließen. Und handgemachtes Breitschwert wurde fertiggestellt. Ja, jetzt geht's los. 150. Wir werden 250 Mann gegen 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Das ist schon wieder, das ist echt schwierig. 150 Mann. 200, 300, 400. 1000 Mann gegen 250. So sieht's los. Ich will nicht schon wieder in so einem Verlies verrotten dann. Nee. Dann müssen wir Narbe erstmal wieder aufgeben. Hilft alles nichts, aber die Stadt wird verloren gehen. Ja, das tut weh. Das tut weh. So. Buchhändler. Nee. Aber wir können jetzt nicht mal ein bisschen was da lassen. Und wir lassen mal alles hier. Dann haben wir hier auch für Notfall immer noch ein bisschen Geld liegen. Wir brauchen Waffenmeister. Da habe ich mir was bestellt. Und Rüstmeister. Auch da habe ich mir was bestellt. Eine handgemachte Pistole, also wirklich gut ist die nicht. Hätte ich mir auch sparen können, glaube ich, die Kosten. So, Geld soll arbeiten.
So, wir bauen Handelsimperium auf. Wir können wieder hier beim Zar vorbeischauen. Der hat doch so eine schöne Festung. Oh, ist das schön hier. Hier fühle ich mich wohl. So, wie geht's dir denn so? Wir haben 18 Streitkräfte und sie haben 11. Der Sieg ist so gut wie unser. Okay, das sieht gut aus. Die Schweden haben weniger Streitkräfte als die. Vielleicht finden wir von uns mal wieder einen. Ja, hier haben wir tatsächlich einen von unseren Streitkräften. Dann fragen wir den mal, wie der Krieg läuft. Ich hörte, dass General Gustav Everson Horn euch besiegt hat. Doch sagt dich, das Blatt wird sich bald wenden. Berichtet mir vom Krieg gegen die Kosaken. Wir haben 6 Streitkräfte, sie haben 14. Wir sind drauf und dran, den Krieg zu verlieren. Wir haben 6 Streitkräfte und sie haben 11. Dinge laufen nicht so gut für uns. Okay. Ich glaube, was ich jetzt mal machen sollte, ist in den Norden reiten und einen Frieden aushandeln mit den Kosaken. Nicht, dass die uns dann auch noch unsere Festungen klauen. 55.000 Taler. Das könnte ausreichen. Dann reiten wir nach. Könnte funktionieren. Ne, hier haben wir keinen leider. Kiew. Ja, da haben wir jemanden. Mit dem wir verhandeln können. Ich wünsche Frieden zu schließen. Und 20.000, 30.000 Dollar, das ist gut. Dann erstmal wieder Frieden mit euch. So, jetzt geht es vor allem, die Festungen, die in unserer Hand sind, zu verteidigen. Ja, schade, dass wir Narva direkt wieder verloren haben. Jetzt müssen wir vor allem Vyborg verteidigen. Da sollten wir alles dran legen. Und mitunter so viele schwedische Streitkräfte wie möglich schlagen, die wir hier auf der Tour sehen. Und Vyborg wird auch belagert, Mist. Wenn jetzt alles schief läuft, dann verlieren wir jetzt wirklich auch noch Vyborg. Was nicht gut wäre. Ne, er zieht schon wieder ab. Weil die Moskauer ihm gefolgt sind. Was? Begleiten wir das ganze Spektakel mal. Vielleicht können wir ihn hier irgendwie in der Schlacht stellen. Wir werden den mal hinterher reiten. Oh ja, da ist eine Schlacht. Wir reiten mal hinterher, weil hier haben wir die Möglichkeit, ziemlich viele schwedische Truppen zu schlagen. Oder auch nicht. Hatte ich hier noch was bestellt? Ich glaube nicht. Und jetzt sind wir wieder mal auf der Straße überfallen. So ist ein doppelläufiger Karabiner. Zielen müsste man können. Das alle? Ja. Okay, das kann weg. Auch nicht. Ja, wir müssen mal wieder gucken, dass wir jetzt uns irgendwie ein bisschen aufrappeln hier. Dorpat wird belagert. Weiß, dass du deine Festung verteidigen willst. Mit 28 Mann wird dir das nicht gelingen. Wie habe ich noch wie viel Geld? Damit lässt sich auch keine Söldnerarmee ausrüsten. Nee, nee. Die wollen zurück nach Vyborg. Ja. Ah, da ist eine Schlacht. Sehr schön. Da ist eine Schlacht, an der wir teilnehmen können.
Oh ja, jetzt müssen wir unbedingt einstellen. Ich will. Den will ich. So. Und wir kämpfen gegen den. Wieso hilft mir hier keiner? Ah, da kommt zur Schlacht, okay. Ich daran teilnehmen? Ja, daran nehmen wir teil. Und der König konnte entkommen. Ach, der hat auch noch eine doppelläufige Ui. Da habe ich dem aber was gegeben. Dann kriegst du noch hier die gute Pistole und den Schild. Das war der. Bornschild. Der hat noch relativ viel Platz im Inventar. Mal ein paar Granaten. Bisschen Munition. So, bei Bock lasst ihn mal schön in Ruhe. Du entkommst uns nicht. Sehr hübsch. Schwedische Reiter, Musketiere. Ich glaube, Herr Box ist erstmal wieder safe. Lasst diese Stadt in Ruhe, sag ich euch. Der Feldzug sollte jetzt schon abgebrochen sein. Es sind schon 2, 3 Armeen weniger. Gegen die hätte man durchaus eine gute Chance. So, hier haben wir jetzt auch schon ein bisschen aufgeräumt. So, ihr kommt weg. Halt auch Mülleinheiten. Die waren am Anfang gut zur Verteidigung, aber jetzt ergibt das absolut keinen Sinn mehr, die hier behalten. Der Rest kann bleiben. Immer noch eine sehr gute Garnison mit 1300 Mann. Ja. Das reicht aber sowas von. So, und wir fahren wieder ein bisschen durch die Gegend. Mit unserem Pferd fahren wir vor allem. Gut, 2 schwedische Reiter. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Schwedische Reiter bekommt man nicht überall. So, Narva wird belagert, bestimmt von den Moskauern. Was sind wir hier? Oh, da können wir ein bisschen helfen. So, weil die Schweden ja wirklich unsere Hauptfeinde sind. Mit dem Rest lässt sich mal recht schnell wieder Frieden machen, aber die Schweden, die gehören ganz offiziell zu unserem Hauptproblem. Das heißt, jede schwedische Armee, die verloren geht, kann uns weniger schaden.
Okay, der will meinen Wundarzt haben, kriegt er den? Ja gut. Kann ich jetzt vielleicht mit dem reden? Jetzt sind wir ja Freunde geworden. 9 plus 9. Der lässt sich noch nicht überzeugen. So, wie sieht's aus auf Twer? Mittlerweile schon wieder 360.000 angesammelt. Das ist doch ordentlich. Nee, wir lassen wir machen aktuell. Jetzt gar nicht einmischen in deren Abläufe. Und wir sind. Hä? Willst du nicht mehr Krieg mit den Moskauern? Hä, hat sich irgendwer gerade hier den Krieg erklärt? Meine, wir haben gerade eine Kriegserklärung bekommen. So. Okay, das war keine Kriegserklärung, die an uns gerichtet war. Gut, sehr schön. So, wir gehen wieder auf die Suche nach schwedischen Kommandanten. Da ist auch wieder die Musik, die habe ich auch ein bisschen vermisst. So, wir können den Polen mal helfen, Narva zu erobern. Wobei, eigentlich halte ich davon nichts, aber wir schwächen die Schweden. Wir können ja ganz schnell mehr erfahren, wie es aussieht. Hier haben wir Generalgouverneur Magnus de la Gardeck. Zudem haben wir auch eine ziemlich gute Bindung aufgebaut, wo wir noch angestellt waren. Es freut mich, euch wiederzusehen, Fürst Wilhelm der Siebte. Ich fördere Sie im Namen der Ehre von Ratsherr Konrad Masenfeld auf. So, vielleicht können wir den überzeugen. Das König Christiania wurde eindeutig Unrecht getan, auch wenn ich König Karl Gustav die Treue schwur, hat er sich dem Thron ergaunert verpflichtet, mich nicht ihn zu unterstützen. Andererseits hat Karl Gustav uns durch Krieg und Frieden geführt und es ist mir abscheulich, unsere Allianz aufzulösen. Ich habe einiges gehört, was für euren Thronanwärter spricht, doch bin ich nicht überzeugt. Euer Verbündeter Graf Orwa von Goya zog einst meine Ehre und meine Tapferkeit in Zweifel. Der sieht mir aus wie so ein Taktiker. Er ist ja auch dieser Generalgouverneur. Es ist die klügste Taktik. Wir werden früher oder später siegen. Je eher dies geschieht, desto besser. Nun gut, eure Argumentation überzeugt mich nicht und ihr überzeugt mich nicht und ich glaube, ich kenne und respektiere euch persönlich. Fürchte, ich muss euch enttäuschen. Schade. Kann ich mal fragen, was der Krieg macht? So, die haben 16 Streitkräfte und sie haben 10. Warte mal, wie viel haben wir aktuell? Wir haben 5. Oh, gut. Vielleicht haben sich bei mir so noch ein paar Streitkräfte gesammelt, das kann natürlich immer sein. Ich war lange nicht mehr in meiner Halle. Aber ich glaube nicht, dass sie sich da sammeln. Ich muss sie, glaube ich, wirklich persönlich überzeugen. Sonst kriege ich die nicht meine Seite. Oder? Ne, hier ist keiner. Ist keiner. So, mittlerweile ist die auf alle Fälle ordentlich aufgeräumt, die Garnison.
Das gefällt mir schon mal. Dragoner können auch raus. Und das sind hier wirklich alle die Truppen, die wir wirklich bekommen. Wir bekommen, also Lifeguards bekommen wir natürlich nicht. Das ist klar. So, um das nochmal zu demonstrieren. Also, wir bekommen Musketiersöldner als Truppen, wir bekommen deutsche Pikaniere, die haben wir auch zuvor schon bekommen. Wir bekommen normale Pikaniere, Pikaniermilizionäre, Kalmücken, Gutsherrenkavalleristen, Musketiermilizionäre und Musketiere. Wir haben eigentlich auch mal Leibeigene bekommen. Ein Grund, warum wir die nicht mehr bekommen? Die Truppen bekommen wir grundsätzlich nicht. Die wurden anscheinend aufgewertet, die Leibeigenen. Ja, vielleicht mittlerweile ein paar von diesen Reitern hier rekrutieren. Ah, da will keiner. Da will keiner mithelfen. Okay. Und das ist schon deutlich überschaubarer hier. So, und ich muss mich jetzt eigentlich mal wieder auf die Suche machen nach neuen Breitschwertern, weil wir in Pleskau ja auch ein normales wieder bestellt hatten. Das nehme ich erstmal mit. Ich dachte, ich hätte hier eins bestellt. Haben wir keins bestellt? Was in Novgorod? Nischni Novgorod. Oh, dir. So. Stadtzentrum. Ja, hier hatten wir eins bestellt. Ich eine Rüstung hier bestellt. Wie sieht's aus? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier ist es. Gut, sehr gut. So, wie sieht denn das hier eigentlich aus mit dem Update? Dauert nicht mehr lange. Ich denke mal, bei der nächsten Stufe müssten wir auf alle Fälle hier wieder die Arztfähigkeiten verbessern können. Also wir haben jetzt ja wirklich lang genug gewartet, dass wir da mal wieder was aufbessern können. Konnten, können, wie auch immer. Wir lagern immer noch. Ich helfe euch mal ein bisschen, dass ihr hier schneller fertig werdet. Das wollen wir doch alle. Die haben 188 Gefangene, das sieht man auch selten. 9 schwedische Reiter. Okay, da muss ich immer einiges. Die Pikaniersöldner, die bringen nichts. Die kommen weg. Dragoner, Musketiere. Die Söldner wieder mit. Okay, das hat sich gelohnt. Ich frage mich trotzdem, wie die immer an diese ganzen Gefangenen kommen. Ist ja ein schwedischer Reiter, was auch immer. Eigentlich dürften die gar nicht haben, weil diese Rebellenarmeen sind in der Regel so schwach, dass die gar nicht an diese Gefangenen kommen können. Kann ich mir eigentlich nicht erklären, wie das immer funktionieren soll. So, wie läuft der Krieg? Wir haben 6, die haben 9. Das sieht gut aus. Ihr wollt aber schon noch angreifen, oder? Naja, das machen wir dann wohl in der nächsten Folge. Ich sehe auch, die hat schon wieder etwas Überlänge. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und euch wünsche ich dann noch einen angenehmen Tag. Bis bald.